der Bastelzeit wieder mal mit einem alten Bekannten oder mehr oder weniger. Also das Modell hatte man schon mal, aber den hier hatte man noch nicht. Ja, das hier ist mal wieder so ein TAN-Generator von einer Bank. Und ja, der gehört nicht mir, oder jetzt gehört er mir, gehörte vorher aber nicht mir, sondern jemand anderem. Hat offensichtlich nicht mehr funktioniert und die Aussage der Bank war, ja, ist kaputt, müssen sie ein neues kaufen, kostet dann Geld. Und ja, man hat das geglaubt und hat sich natürlich direkt ein neues gekauft und mir das gegeben, weil man kann die Batterien ja vielleicht nochmal benutzen. Ja, okay, ich habe auch die dumme Befürchtung, man kann den Rest noch benutzen. Also gucken wir doch einfach mal, ob wir das Ding noch in Gang bringen können oder zumindest einen Fehler finden können. Gehen wir erstmal hin und stecken eine Karte rein, um zu gucken, ob was passiert. Bitte warten. Bitte wählen. Okay, die Tasten funktionieren nicht. Menü klappt noch, aber die anderen Tasten funktionieren nicht. Jedenfalls nicht die TAN- und Dings-Taste. Okay, Tastenproblem. Wer wettet schon drauf, dass da wahrscheinlich Flüssigkeit im Spiel war? Na, gucken wir einfach mal, wie das Ding hier aussieht. Ich glaube, hier gab es zwei Batterien im Inneren. Yep, zwei CR2032. Nicht die schönste Variante, aber so ist das halt heutzutage. Das hier ist im Übrigen noch so einer mit LDRs. Das heißt, der erkennt einfach nur hell und dunkel. Ganz neue Modelle hiervon, die haben wohl eine komplette Kamera mit QR-Code-Laser. Und ich weiß ja nicht. Man kann Dinge auch zu modern machen, wo es dann irgendwie keinen Sinn mehr macht. Das Problem ist halt QR-Code, okay, das funktioniert, braucht aber eine Menge Rechenleistung und so oft benutzt man wahrscheinlich hier die Dinger auch nicht. Die Leute, die mehr mit Überweisungen und so machen, die haben dann wahrscheinlich eher mehrere Konten und dann eins davon nicht ganz so abgesichert. Aber gut, jetzt dann also bei aktuellen Modellen, wie es aussieht. QR-Code-Decoding mit großer CPU immer noch auf Knopfzellen. Ja. Gut. Innenleben hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Viel ist nicht drin. Wir haben hier unten die Kontakte für den Kartenleser. Das sind einmal die hier, die wirklich die Magnetkarte, oder nicht die Magnetkarte, sondern die Smartcard lesen, die man von der Bank bekommt. Hier ist die Erkennung, ob gerade eine Karte drin ist oder nicht. Die werde ich auch benutzen, um das Ding einzuschalten. Hier unten drin, was haben wir hier? Hier haben wir einen Flash oder was ist das? Nein, ein HC4051, das ist irgendein Logikbaustein. Okay, hier unten noch ein L018, das dürfte ein Spannungsregler sein. Ein paar Dioden und vor allen Dingen hier der Hauptprozessor komplett so als Blob und ein Quarz. 4 MHz, wie es aussieht. Und was haben wir auf der anderen Seite? Unsere Heatbar und der ganze Krempel. Ich sehe aber nichts, warum es nicht gehen sollte. Keine Flüssigkeit. Naja gut, aber so oder so, wir können einmal mit Alkohol drüber gehen, weil Alkohol ist immer eine Lösung oder kann als Lösung genutzt werden. Also nehmen wir uns mal hier etwas davon. So. Nachdem wir das jetzt hier über einen halben Tisch verteilt haben. Ja, ich habe natürlich auch keinen Lappen oder so. Ja, Finger muss reichen. So viel Fett dürfte nicht dran sein. Also, zack, zack. Und es waren ja vor allen Dingen hier oben in der Ecke die nicht funktionierten. Ich meine, die Alternative könnte sein, das ist, wie wir hier sehen, eine Matrix. Wir sehen, hier sind mehrere miteinander verbunden. Das heißt, es könnte auch einfach sein, dass ein Trace durch ist. Aber dafür müsste man das Ding schon ziemlich gebogen haben. Und ich sehe jetzt hier nicht wirklich etwas, was aussieht, als ob da Bruchschaden ist an der Platine. Nur gut, dann lasse ich das jetzt mal eine Runde liegen. Dann warten wir mal ein bisschen ab, bis dass der hier so weit getrocknet ist, dass der Alkohol verdampft ist. Und bauen wir es mal zusammen und gucken, ob es wieder klappt. Okay, sieht trocken aus, aber wenn wir schon mal da sind, gucken wir gerade noch nach, ob wir hier ein paar Sachen messen können. Also nehmen wir mal das Multimeter und beginnen erstmal hier mit dem Durchgangsprüfer. Dann gucken wir jetzt erstmal gerade hier, ob die noch alle sauber verbunden sind und
Das klingt nach ja. Also Trace-mäßig, zumindest mal da oben in dem Bereich, ist nichts zu sehen. Ich kann jetzt leider die Vias nicht sinnvoll messen, weil die scheinen irgendwie übermalt zu sein. Oder? Ja, da ist irgendwas drüber. So gibt es nichts mehr messen. Na gut, was wir noch machen können, ist noch die Batterien messen. Was die sagen. So. Und da mal 3,17 und 3,14. Also nichts, was jetzt so aussieht, als ob es wirklich ein Problem sein könnte. Selbst wenn bei einer leeren Batterie würde ich nicht davon ausgehen, dass dann einfach nur Tasten nicht klappen. Das klingt halt wirklich eher nach, da ist Dreck drin. Aber gut, gucken wir mal, was er jetzt draus macht. Bauen wir den ganzen Kram wieder zusammen. Ist ein bisschen nervig, dass man hier so rumhantieren muss mit den Schrauben, weil halt alles irgendwie integriert ist. Wenn man die Rückwand nicht drauf hat, kann man die Batterie nicht dran machen und so weiter und so weiter. Aber das ist dann halt am Ende wieder eine Frage, wieso sollte man etwas so bauen, dass man es einfach auseinandernehmen kann, wenn man auch das Ding hier so bauen kann und dabei Geld spart, ne? Und naja, die Dinger hier werden halt eigentlich nicht auseinandergebaut, sondern ja, werden dann, wie jetzt hier in dem Fall, alle paar Jahre einfach neu gekauft. Und ja, ist sicher gut für den Hersteller, weil er dann Geld macht, aber naja, umwelttechnisch, ressourcentechnisch nicht so berauschend, insbesondere weil ich davon ausgehe, dass auch hier das Recycling eher nicht so berauschend aussieht. Okay. Ich sehe gerade hier unten ist eine unterschiedliche Höhe drin. Okay. Ich dachte gerade schon, da wäre der Rahmen gebrochen. Sah erst so aus, aber es ist tatsächlich so, dass hier dieser Bereich hier tiefer ist als der Bereich. Na gut, machen wir noch eine Schraube rein. Dann testen wir erstmal, ob das Ding jetzt wieder irgendwie unter den Lebenden ist, ob die Tasten jetzt reagieren. Denn sonst kann ich mir eigentlich nichts vorstellen. Der Prozessor scheint ja noch halbwegs zu laufen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt richtig rum hier reinmache. Was draufstehen? Natürlich, achso, hier Minus, hier Plus, okay. Müsste passen. So, Preisfrage. Funktionierst du? Drücken können wir nichts. Dann holen wir mal wieder unsere Karte hier. Eine Dummy-Karte. Nein, nix. Gar nichts. Ja doch, falsche Karte. Falsche Karte, okay, das kann ich nachvollziehen. Bitte warten. Und geht wieder aus. Bitte Karte einführen. Bitte warten und geht wieder aus. Ja, okay. I get it, ist keine Karte von der Bank. Dann gehen wir mal gucken, ob wir irgendwo etwas haben, was dem besser passt. Schauen wir mal. Okay. Geht irgendwie nicht zuverlässig an, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, ist das, weil hier noch Schrauben fehlen oder? Ja, es ist, weil noch Schrauben fehlen. F, Übertragung aktiviert. Ja, sieht eigentlich gut aus. TAN, Startcode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Terminüberweisung, SEPA, IBAN-Empfänger. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Betrag 1, 2, 3, 4, 5. Und wir kriegen eine TAN raus. Wunderschön. Ich glaube, der funktioniert jetzt wieder. Ich kann sogar sehen, dass 0 Euro Guthaben auf der Karte sind. Überraschung. Ja, ich glaube, das ist ein relativ einfacher Fix gewesen. Einmal innen drin sauber machen und das Ding läuft wieder. Ich glaube, die hier, ich weiß jetzt nicht, ob die noch so verkauft werden. Ich meine, das letzte Mal, als ich geguckt habe, lagen sie so, je nachdem, bei welcher Bank man ist, zwischen kostenlos bei Banken, die kundenorientiert arbeiten,
Die meisten nehmen eher so 10 Euro. Klassische Banken, die das mit dem Kunden noch nicht so serviceorientiert umgehen, die nehmen dann auch schon mal 20 Euro. Ja, gut. Bei manchen Banken vertraut man einfach darauf, dass die halt dahin gehen, was vor Ort ist. Na gut, Übertragung ist aktiviert. Ich gucke mal jetzt, ob ich hier irgendwie eine Bank finde, die hier dieses Fototan-Verfahren noch kann. Denn meines Wissens kann man die mit allen Banken benutzen, die das einsetzen. Dann gucken wir einfach mal, ob es klappt. Ja, allzu viel ist dazu jetzt nicht mehr zu sagen, oder? Angeblich kaputtes Ding, funktioniert einwandfrei. Die Tasten haben halt ein bisschen gesponnen, muss man mal sauber machen. Aber naja, selbst wenn ich mir einen Schraubendreher hätte kaufen müssen, wäre das immer noch günstiger als ein neues Gerät bei vielen von diesen Banken. Na gut, ich habe jetzt noch einen von diesen ja, Fototan- oder Optical-Tan Generatoren hier rumliegen. Gibt zum Glück noch ein paar Banken, wo man die einsetzen kann. Leider gibt es ja viele, die inzwischen auf Smartphone-Apps gehen. Naja, da habe ich mich ja an anderer Stelle schon ausreichend drüber ausgelassen, was ich davon halte. Insbesondere, wenn sie halt Mobiltelefone, die Updates haben, als unsicher deklarieren und die, die keine Updates haben und bekannte Sicherheitslücken haben, als sicher deklarieren. Aber hey, so ist das halt mit den Zertifizierungen. Je mehr Zertifikate ein Produkt hat, desto unsicherer ist es dann in der Praxis. So, der hier läuft wieder. Ich habe zwar noch einen, aber hey, bisschen was auf Reserve kann nicht schaden. Und ja, auch wenn es angeblich ja kaputt ist, wie wir gesehen haben, ein Schraubendreher und ein bisschen drüber wischen und das Ding tut wieder, was es soll.